Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer EAFC 24 HSV-Karriere. Wir sind am Transfer Deadline Day der Wintertransferphase 2028 angekommen, wollen den heute hier bestreiten, werden aber wahrscheinlich nichts mehr machen und haben dann vier spannende Partien vor uns. Köln im Pokal, Viertelfinale steht da an, Gladbach, Freiburg sind die weiteren Partien, die wir heute selbst spielen und Dortmund, da wir es in der letzten Folge gegen die gespielt haben, werden wir heute tatsächlich schnell simulieren. Bedeutet heute dann wieder drei selbstgespielte Partien in einer Folge. Hier im Hintergrund seht ihr nochmal ein paar Vorschläge unter der letzten Folge. Lasst auch heute sehr, sehr gerne wieder ein paar Transfervorschläge in den Kommentaren da. Bis jetzt wart ihr sehr zufrieden mit der Wintertransferphase mit den beiden Neuzugängen Martens und Keitel. Und deshalb werden wir ganz entspannt auch den Transfer Deadline Day überspringen und uns heute voll und ganz auf die Spiele konzentrieren. Eine Sache werden wir gleich machen, denn das habt ihr gefordert. Peter Graf braucht natürlich noch ein höheres Gehalt als sein Jugendspielergehalt. Und bei den ganzen Teams, die da dran sind, wäre das vielleicht auch ein gutes Zeichen. Also Liverpool, Barca, Inter Mailand jetzt auch mit dem Angebot. Das ist völlig verrückt. 10 Einsätze für die erste Mannschaft hat der 18-Jährige in dieser Saison schon gesammelt. Wenn es nach euch geht, darf es gerne noch etwas mehr sein in der Rückrunde. Ja, jetzt wird erstmal sein Gehalt verzehnfacht und nochmal 2 Jahre obendrauf. Damit hat er jetzt noch 4,5 Jahre Vertrag bei uns. Er soll die Zukunft in der Innenverteidigung werden und wenn es nach mir und ich glaube auch nach euch geht, hätten wir auch nichts dagegen, wenn wir so einen neuen Heung-Min Son hier finden würden. Das ist der erste Scouting-Bericht aus Südkorea. Noch ist da nichts dabei. Ist auch eher unwahrscheinlich, weil es jetzt nicht das beste Land zum Scouten ist. Damit sind wir durch mit allen Transferaktivitäten für die heutige Folge und haben jetzt dann 3 spannende Partien vor uns und dann noch eine Schnellsimulation. Und es wird ein schweres Spiel, denn die Kölner sind 2 Punkte vor uns in der Liga, muss man sagen. Die sind 6. Wir sind 10. und da trennen halt nur 2 Punkte beide Teams. Auf Legende gehen wir jetzt rein. Das ist unsere Startformation. Ohne größere Überraschung würde ich behaupten und wir gehen rein. Und ich hoffe, es wird eine erfolgreiche Partie für uns werden. Bartosz Bialik, ja, er nicht nur in der Liga top, sondern auch im Pokal. Kann ganz gut sein, dass es vielleicht Sinn ergeben würde, wenn ihr in euren Transfervorschlägen schon mal ein bisschen den Fokus auch darauf legt, nicht nur einen Reis-Nachfolger zu finden, da gab es unter dem letzten Video schon ein paar sehr gute Vorschläge, sondern auch, ja tatsächlich, obwohl er erst ja, jetzt ein gutes Jahr hier ist, einen Nachfolger für Bartosz Bialik zu finden, denn wenn der nur ansatzweise so weiterspielt, dann werden da, glaube ich, im Sommer große, große Vereine anklopfen. Und es ist nur realistisch, dass wir ihn dann auch ziehen lassen. Also gerne da schon mal so ein bisschen Gedanken machen. Wenn ihr da Vorschläge habt, dann schreibt sie doch gerne unten rein. Ihr könnt auch gerne mal unten reinschreiben, ob wir einen Verbleib von Bartosz Bialik an irgendein Ziel knüpfen sollen. Also zum Beispiel, wenn wir uns, wonach es aktuell nicht aussieht, noch für die Champions League qualifizieren, dann könnte man sagen, ja, dann bleibt er. Wenn wir sagen Euroleague, ihr könnt auch sagen, Euroleague reicht schon. Das sehe ich aber tendenziell nicht so. Also ich glaube schon, wenn der am Ende die Torjägerkanone holt und irgendwie so, ja, was wir wissen, realistisch, sagen wir mal 25 Saisontore geschossen hat, dann muss er Champions League spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, ansonsten natürlich auch gerne einen Daumen nach oben hier da lassen. Nach wie vor die HSV-Karriere. Ein Projekt, was mir unfassbar viel Spaß macht und ich hoffe euch auch. Ansonsten gerne das kostenlose Abo, um nichts mehr in Sachen HSV und auch Liverpool-Karriere zu verpassen. Ja, dass das hier heute kein ganz einfaches Ding wird, das werden die Kölner, glaube ich, noch früh genug unter Beweis stellen. Beide Mannschaften hier erstmal ein bisschen abwartend. Man hat Respekt voreinander. Das scheint klar zu sein. Martens. In der letzten Folge direkt mal einen Assist gegeben. Hier kommt er nicht durch. Hofmann, jetzt mal gut hier. Auf der rechten Seite durchgespielt. Und da ist Bartosz Bialik. Und ihr wisst, was passiert, wenn der Junge im 16er auftaucht. Dann heißt es. Ja. Was heißt es denn dann? Ja, dann heißt es. Das sieht schlecht aus für den Gegner und sehr gut für den HSV. Die Torhymne im Hintergrund und Bartosz Bialik mit dem 1-0 im Volkspark für den HSV. Und damit der erste Schritt. Die Tür ist leicht geöffnet Richtung Halbfinaleinzug. Also in Hamburg darf man träumen. Man darf träumen. Bartosz Bialik, 4. Tor im 3. Spiel. Ja, die Antwort der Kölner. Hier so gleich. David. Und dann ist es Bialik, der im eigenen 16er gegen Hüseyin Basic aushilft. Da wird da mit dem Schritt zu spät. Kann Lindenmeiner nicht endgültig stoppen. Der dribbelt da rum. Oppegaard kriegt ihn nicht geklärt.
Das sieht nicht ungefährlich aus, was die Kölner hier machen. Dann Keitel, der Neuzugang, der da entscheidend dazwischen ist. Ja, und da ist jetzt die Antwort der Kölner. Ball immer noch in der gefährlichen Zone. Also Köln macht hier voll mit, ne? Also die Führung haben wir zwar, aber die Kölner tendenziell sogar die etwas bessere Mannschaft. Nächste Chance der Kölner, aber solche Dinger, die müssen schon wirklich perfekt kommen, dass Hedel ja so einen reinlassen würde, anschließend der Ecke kurz vor der Pause. Mit der Pausenführung können wir erstmal ja, zumindest zufrieden sein, was das Ergebnis angeht. Mir persönlich spielt Köln hier etwas zu viel, aber gut, das müssen wir dann halt jetzt ändern. Ist gut durchgesteckt auf Oppelgaard, Oppelgaard im 16er. Da kommt dann noch jemand in den Passweg, sonst wäre da wieder Bialek einschussbereit gewesen. Es bleibt offen, 60. Minute. Die Kölner mit dem nächsten Eckball, kommt auch nicht ungefährlich. Udokai ist da, zweiter Ball. Ja, und dann Hedel wieder, der dann noch retten kann. Also ihr seht es, es ist eine absolut spannende Partie. Es fehlen vielleicht die ganz großen Torchancen, aber dass das hier noch lange nicht entschieden ist, ich glaube, das wissen wir alle. Boah, die Riesenchance jetzt für Köln. Im 16er, Thielmann, wir werfen uns mit allem, was wir haben, hinten rein. Und das ist der Grund, warum wir hier noch die Null halten. Will gut durchgesteckt, Frank Hofmann. Jetzt sind wir mal wieder in der gefährlichen Zone und auch die Kölner werfen sich rein. 70 Minuten sind circa gespielt, es wird Zeit für ein paar Wechsel. Niklas Müller und Fabian Nürnberger kommen für Frank Hofmann und für Paul Will in die Partie. Und sind hier gleich hoffentlich entscheidend dabei bei dieser Ecke, die natürlich von Reis kommt und Bialek. Oh, unterschätzt er den Ball oder verschätzt er gesagt den Ball. Nürnberger raus auf Müller, rein damit für Bialek. Ja, schade. Ja, wir schaffen zumindest aber aktuell viel Entlastung nach vorne. Kommt das Chance, Köln muss mehr und mehr aufmachen. Ja, Martens wäre wahrscheinlich die bessere Option gewesen. Die Lücke für Müller ging da nämlich nicht auf. 10 Minuten noch. Thielmann überläuft jetzt hier mal. Flanke kommt, aber Udokai ist da. Martens mit dem Fehler bei der Annahme. Aber auch die Szene überstehen wir und Bialek hoher Ballgewinn. Ja, aber jetzt fehlt da vorne so ein bisschen die Kraft. Nochmal die Flanke der Kölner. Oh, Oppelgaard kommt zum Glück noch ran. 5 Minuten nur noch. Nicht mehr lange zu spielen und wir wechseln noch dreifach. Meffert, Chupo und Graf kommen rein, um jetzt hier das Ergebnis über die Ziellinie zu bringen und damit den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Graf hier auch direkt bei diesem Freistoß entscheidend dabei. Konterchance leider nur Reis am Ball. Sonst, ja, wenn man noch ein paar schnellere, zum Beispiel Oppelgaard. Oppelgaard, wo ist der Mitspieler? Da hinten kommt Niklas Müller. Guter Abschluss. Und dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Das war die letzte Aktion. Der HSV hat es gepackt. Let's go. Man darf träumen, Hamburg. Man darf von einem Titel träumen. Das wäre zu krank, wenn wir den Pokal gewinnen würden. Also das wäre der absolute Höhepunkt. Aber es ist möglich. Es sind nämlich nur noch 2 Siege, die uns davon trennen. Wir gucken gleich mal rauf, ob unser Gegner fürs Halbfinale feststeht. Es ist der VfL aus Wolfsburg, eine Mannschaft, die wir schon geschlagen haben in dieser Saison. Im direkten Duell ist es das Plastikduell zwischen Leipzig und Hoffenheim, also viel Plastik hier im Halbfinale und der HSV. Aber ehrlich gesagt bin ich jemand, der jetzt nicht Wolfsburg als rein Plastikverein ansieht, genauso wenig wie Leverkusen. Aber Leipzig und Hoffenheim, das sind Plastikvereine. In Sachen Transferangeboten für Graf wird es übrigens nicht ruhiger. Ja, denn einfach die Bayern sind jetzt dran. Die sind, glaube ich, gegen Hoffenheim ausgeschieden. Das muss ich gleich nochmal nachgucken. Digga, das wäre schon krass, mal einen Spieler, einen Jugendspieler von uns irgendwann bei den Bayern zu sehen. Das wäre auch so eine gewisse Bestätigung für unsere gute Arbeit. Da fällt mir gerade auf, dass ich Graf mal andere Schuhe geben muss. Aber das käme doch viel zu früh jetzt. Also wir lehnen das ab. Aber ihr seht es, für den gibt es eigentlich nur eine Richtung. Nantes würde 6 Millionen für Nürnberger circa hinlegen, aber auch da haben wir gar keinen Stress. Die Bayern sind übrigens wirklich mit 2:1 gegen Hoffenheim rausgeflogen. Auch Martens, unser ausgeliehener Spieler, kriegt jetzt mal hier ein neues Paar Schuhe und dann eben noch Graf.
Wobei Müller das auch gut tun würde. Also da haue ich jetzt auch nochmal hier schnell. Am besten ein paar Nikes, hätte ich jetzt gesagt, bei ihm. Hier, die sehen schnell aus. Und dann noch Graf und der, ja, macht keine Experimente. Klassischer Innenverteidiger-Schuh. Auch für Niklas Müller gibt es nach wie vor einige Interessenten. Startrennen natürlich auch eine tolle Station, um sich weiterzuentwickeln. Und Graf sowieso. Aber beide sind ja erst in ihrem ersten Profijahr hier bei uns. Gut, Müller hat ja schon in der Serie B im letzten Jahr gespielt. Oh, und da müssen wir mal ganz kurz drüber reden. Ich denke, wir werden es dann jetzt nicht machen, weil mir das jetzt dann zu früh ist. Ich weiß nicht, wie wir abschneiden, aber es ist einfach Timo Hübers, der ehemalige Köln-Innenverteidiger, der hier in der Premier League bei West Ham spielt, auf dem vertragslosen Spielermarkt für den Sommer. Also den könnte man per Vorvertrag holen, aber der hat halt ein Premier League Gehalt und da wir aktuell nicht mal wissen, ob wir europäisch spielen im nächsten Jahr, ist das, glaube ich, eine Sache, wo wir leider rausbleiben müssen. Wäre ansonsten natürlich interessant gewesen, aber ehrlich gesagt sind wir ja auch gut aufgestellt. Klar, Schonau beendet seine Karriere im Sommer, aber ja, mit Graf kommt da ja ein Riesentalent nach, David Udukai und dann noch Van der Werf als Backup. Das ist erstmal okay. Sollten wir Champions League spielen, müssten wir natürlich trotzdem was machen. Aber wie gesagt, von Champions League sind wir weit entfernt. Wir wollen gegen Freiburg lieber mal gucken, dass wir wieder vorne an die europäischen Plätze zumindest rankommen. Die Champions League dann doch mittlerweile 7 Punkte weg. Aber man muss sagen, der 5. und 6. Platz, die sind noch sehr in Reichweite. So, dann gehen wir rein, gegen den SC aus Freiburg. Das letzte Aufeinandertreffen noch nicht so lange her. Ex-HSV-Spieler Onana als Kapitän bei denen in der Startformation. Das letzte Spiel war ein 2:2 unentschieden. Heute wollen wir einen Auswärtssieg holen. Das Ganze nicht nur mit Ex-Freiburger Keitel, sondern heute auch mit Niklas Müller von Anfang an. So häufig hat unser rechter Flügel das, glaube ich, noch nicht gemacht. Also ich glaube, es ist nicht sein erstes Mal Startelf, aber häufig dann doch nur Joker, weil er ja auch extreme Qualitäten von der Bank mitbringt. Mit seinem Tempo gegen müde gegnerische Beine ist das schon eine echte Waffe. Heute darf er sich mal von Anfang an hier präsentieren. Ein erstes Mal am Ball. Boah, was ist das denn für ein Ball? War der so gewollt? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sah es sehr, sehr wild aus, wie er da die Latte noch berührt hat. Also ich glaube, der war in der Latte. Also ja, fast ein Torschuss. Jetzt das erste Mal, dass wir hier die Lücke finden. Hallo? Also, dass das nicht gepfiffen wird, ist schon wieder eine bodenlose Frechheit. Das ist eigentlich auch eine rote Karte, oder nicht? Also, ich wäre jetzt auch mit Gelb zufrieden gewesen, aber auf jeden Fall ein Foul, weil er ihm da, ja, vielleicht nicht absichtlich, aber er rennt ihn auf jeden Fall in die Hacken, wodurch Bialek einen Steilpass, wo er frei vom Tor wäre, nicht erreichen konnte. Jo, der Ex-Augsburger hier im 16er, stark von Oppegaard, nicht stark von Hedel, aber der wollte wohl mal was zu tun bekommen. Ja, wobei man sagen muss, dass er hier heute noch einiges zu tun bekommen wird, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn Freiburg ist gut in der Partie. Die stellen uns auf jeden Fall relativ hoch zu. Ich würde gar nicht von einem Pressing sprechen, sondern wirklich von einem Zustellen, aber wir fallen da auch jedes Mal drauf rein. Ja, ihr seht es, eine hohe letzte Kette, die sie da haben und dann eben, ja, früh uns störend. Jetzt wir mal mit dem hohen Ball gewinnen, Bialek. Ja, aber die Freiburger sind hinten auch ganz gut gestaffelt. Paul Will damit der richtigen Idee für Ranzi. Freiburg macht das Spiel, aber sie machen einen Fehler und den nutzen wir eiskalt aus. Königsdörfer trifft mal wieder, auch gut für ihn, jetzt auch, ja, gefühlt zumindest ein paar Spiele nicht so erfolgreich vor dem Tor gewesen, auch eher unauffällig die letzten Spiele. Und hier super in Szene gesetzt von Paul Will. Ja, das unterschätzt ja häufig der Gegner so ein bisschen, was Paul Will auch für Fähigkeiten hat, die Pässe in die letzte Linie zu spielen. Das zeigt er hier mal wieder und Ranzi bleibt dann gegen Messier auch sehr, sehr cool. Ja, die Antwort von Freiburg, jetzt zünden sie auch mal diesen Pass da in die letzte Kette hinein, aber Hedel im Tor ist nochmal der Unterschied. Der kann das nämlich hier noch bereinigen. Letzte Minute vor der Pause. Kein, doch, abseits. Sehr schön. Also wieder eine Hamburger 1:0 Pausenführung. Nehmen wir wieder mit. Wieder, ja, waren wir jetzt nicht unbedingt die bessere Mannschaft, aber waren eben in dem einen Moment da. Ja, wieder
ist Freiburg gefährlich unterwegs. David. Abseits, jawohl. Ah, das ist immer ganz, ganz schwierig zu verteidigen. Und dann brauchst du auch mal ein bisschen Glück wie hier, dass sie es erst im dritten Versuch schaffen und der dann abseits war. Ah, jetzt haben sie unser Pressing überspielt. Nächste gute Gelegenheit für den Sportclub. Die Flanke rüber ist die falsche Entscheidung. Oh, Bialek, was ein Monster, dass er den noch holt. Bartosz, ach, das ist doch... Das ist eine Frechheit. Der Typ ist eine Frechheit. Jungs, wenn wir nicht Champions League spielen, dann muss er gehen. Er ist zu gut für den HSV. Ja, das ist geisteskrank, das Tor. Langer Ball von Ranzi. Einfach mal, um den Druck rauszunehmen. Und den nimmt er an. Da geht er durch und dann haut er ihn Messier. Und das ist, weiß Gott, kein schlechter Torhüter. Auch noch ins kurze Eck. Er ist zu gut. 17. Tor im 19. Spiel als HSV-Stürmer. Also das ist ja wirklich völlig absurd. In welcher Welt leben wir, dass das möglich ist? Mit Freiburg so ein bisschen... Im Loch habe ich das Gefühl, nächster Anlauf hier gleich über Reis, auch wenn der dieses Mal dann scheitert. Nächster Ball nach vorne, Bialek, ja, mit. Wäre auch durchaus denkbar gewesen, dass der auch heute funktioniert. Jetzt dann erstmal der Hamburger Doppelwechsel, Jensen Alidou für Müller und den starken Königsdörfer, heute Tor und Vorlage. Jensen, nächste Überzahlsituation, ha, Alidou. Ist da noch nicht ganz in der Partie angekommen, sonst hätte das hier durchaus Tor Nummer 3 sein können. 8 Minuten vor dem Ende nochmal ein Hamburger Dreifachwechsel. Graf, Oliveira und Nürnberger für David Oppegaard und Will. Ja, jetzt kommt nochmal hier Freiburg, aber die 0 bleibt bestehen. Nächste Ecke. Haben jetzt hier mal 3 in Folge. Wurde auch zweimal gefährlich. Eine Szene davon habt ihr jetzt gesehen. Mal gucken, ob diese hier auch nochmal gefährlich wird. Natürlich auch schön die 0. Hier in der Liga zu halten. Das könnte auch gelingen. Nürnberger mit dem Ballgewinn. Ja, kommt da von Bialek noch was? Ja, leider im falschen Moment. Und dann ist der Verteidiger noch leicht dran. Ja gut, das ist gelb für Keitel. Der Mann, der hier ja in der Hinrunde für Freiburg nur 2 Einsätze aufs Papier gebracht hat. Und dann eben für... dieses Schnäppchen in der letzten Folge zu uns gekommen ist. Ihr wart sehr überzeugt in den Kommentaren von diesem Deal und auf dem Feld bin ich es nach wie vor auch. Zumal wir ja im Sommer sowieso einen neuen Sechser gebraucht hätten, da Meffert ja seine Karriere beenden wird, haben wir das jetzt schon mal vorgezogen und ein Spieler, der uns auch in dieser Rückrunde im Kampf um die europäischen Plätze helfen kann, denn da melden wir uns mit diesem 2:0 Auswärtserfolg zurück. Ein Mogelsieg könnte man sagen. 8:3 Schüsse für Freiburg, 2:0 für den HSV das Ergebnis. Das ist schon sehr, sehr krass. Top-Torjäger Bartosz Bialek weiterhin absolut, ja, heiß, absolut eine Lebensversicherung für uns. Und ja, wie gesagt, wenn er so weiterspielt und wir nicht Champions League spielen, und das ist, glaube ich, echt sehr unwahrscheinlich in diesem Jahr, dann können wir ihn, glaube ich, nicht halten, weil dann wird halb Europa hinter ihm her sein. Dieser etwas glückliche Sieg lässt uns anschließend auf unseren nächsten Gegner Gladbach nur noch einen Punkt vor uns. Wir sind 7. Könnte ja auch schon für die europäische Qualifikation damit reichen. Und nach wie vor 7 Punkte hinter der Champions League. Wie gesagt, das sieht eher unwahrscheinlich aus, aber nur 2 Punkte hinter Platz 5. Das wäre ein super Ergebnis und jetzt absolut entscheidendes Spiel gegen die Fohlen. Auch hier ist das letzte Duell noch nicht lange her. Auch das war kurz vor der Wintertransferphase. 3:3 ging es dort aus, also sehr, sehr wild. Sarah Emery spielt hier einfach bei Gladbach. Das ist vor allem wild. Das ist unsere Mannschaft, eine Veränderung in der Startelf. Alidou rückt rein anstelle von Müller. Wir gehen rein in den Volkspark. 6-Punkte-Spiel, anders kann man es nicht beschreiben. Ich freue mich sehr auf dieses Traditionsduell und hoffe, dass wir am Ende den nächsten Heimsieg einfahren können. Wäre auf jeden Fall in Sachen Europa ein großer Schritt. Also lasst es uns angehen, wir... Von links nach rechts, Gladbach stößt aber erstmal an, von rechts nach links. Wir haben es ja jetzt auch unter Beweis gestellt, sowohl im Pokal gegen die Kölner als auch
gegen Freiburg, dass wir nicht mal unbedingt die bessere Mannschaft sein müssen, um am Ende Spiele zu gewinnen. Wenn wir heute trotzdem die bessere Mannschaft sind und das Spiel gewinnen, hätte ich natürlich auch nichts dagegen. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, auf der man ja eine erfolgreiche Saison aufbauen kann, dass man manchmal dann auch ein Spiel vielleicht etwas overperformt. Und das haben wir definitiv gegen Freiburg. Da war ja XG-technisch mehr für die Heimmannschaft drin, aber wir haben es gut gemacht und deshalb ist das ja auch alles völlig in Ordnung heute. Die nächsten drei Punkte, die sollen dann zu Hause her. Nächster Fall, erste Aktion, Bialek, ja, wäre jetzt auch gar nicht so untypisch, wenn das auch noch geklappt hätte. So, der Emery, dein erstes Mal, die Fohlen jetzt hier in der gefährlichen Zone und Ranos, das ist dann, glaube ich, mit dem Abschluss. Ja, stark von Gladbach, Ranos wieder unterwegs, versucht ihn noch abzulegen, über Umwege, jetzt nochmal vernaken, ja, stark von David und dann haben wir die Pille erstmal wieder in unseren Reihen und die Kontergelegenheit läuft über Reis, aber die gute Restverteidigung von Gladbach ist auch da. Ja, starker Ball, David, fair. Fair, sagt die Schiedsrichterin. War an der Grenze, aber stark gemacht. Leute, Bialek, jetzt mal hier ganz gut nach vorne durchgekommen. Ja, dann aber zu kompliziert im 16er. Gladbach steht defensiv richtig, richtig gut. Lassen ganz wenig zu und vorne, ja, sind sie nah dran. Oh, da geht die Lücke auf und das ist das Tor. Ranos 1-0 für Gladbach. Das ist verdient nach 31 Spielminuten. Sie finden die Lücke, wir passen einmal nicht zu 100% auf, falsche Entscheidung da, ich glaube von David war es dann am Ende. Ja, und dann kann Hedel den auch nicht mehr löschen, ja genau, falscher Schritt von David. Ja, es geht in Ordnung, die machen das hier richtig, richtig gut. Aber vielleicht die Antwort direkt, Farida Alidou. Alidou, Alidou, immer noch Alidou. Muss da früher vielleicht abspielen, aber ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Ja, der Pass rüber war jetzt schon nicht so leicht. Reis jetzt aber Alidou, Faride, Alidou, Rulli ist noch da. Oh, Riesenparade, aber den muss Alidou reinmachen. Also da kann man ihn jetzt irgendwie auch nicht mehr so in Schutz nehmen. Zum ersten Mal in dieser Folge liegen wir also zurück. Auch das zur Pause. Ranos hat es gemacht. Ja, und Alidou und wir als ganzes Team haben die Chancen eben nicht genutzt. Torschussarme Partie 1-2. Also somit irgendwie dennoch aber die Führung gerechtfertigt. Und vor allem was die Spielanteile angeht. Zumindest bis zur Führung. Gladbach, die ja deutlich überwiegende Mannschaft. Reis, Oppegaard, Konter für den HSV. Oh, schlecht zu Ende gespielt. Gibt er jetzt dafür Rot an der Mittellinie? Unnötiges Foul auf jeden Fall, aber holt er jetzt den roten Cut? Ja, tut er. Gomez wird vom Platz gestellt. Nach 54 Minuten natürlich. Super unnötiges Foul, aber Rot? Boah, finde ich wieder mal sehr hart. Somit sind wir jetzt hier für gut 40 Minuten in Überzahl. Das müssen wir nutzen. Das können wir vielleicht auch direkt. Bialek, Alidou. Alidou wieder für Bialek. Im Rückraum wartet da noch einer. Ja, nochmal über Faride. Jetzt scharf reingespielt. Bialek und der Verteidiger. Aber immer in der Ecke und wir hatten noch gar kein Eckball. Tor hier heute. Jawohl. Und da sage ich's. Die Ecke kam nicht mal so richtig gut. Aber das reicht trotzdem für Bartosz Bialek. Der haut das Ding da richtig rein. Und der war wirklich komplett crazy schwer in meinen Augen, weil der Ball kam erstens nicht in seinen Lauf. Der kam nicht direkt auf ihn, sondern er musste so ein Stück noch zurück, hatte ich fast das Gefühl, gegen zwei Verteidiger. Und dann, ja, seht ihr hier? Und dann muss er ihn auch noch ins lange Eck bringen. Also riesen Kopfball von Bartosz Bialek und bringt damit den HSV zumindest mal den Ausgleich. Und jetzt sind es immer noch ja, 35 Minuten in Überzahl. Gladbach macht es uns jetzt hier auch direkt wieder leicht. Faride Alidou durchgesteckt. Ja, der linke Fuß ist noch nicht so überragend wie der rechte oder wie der Kopf. Aber wir werden jetzt unsere Chancen bekommen. Die Frankfurter wollte ich schon sagen. Aber nein, hier sind es die Gladbacher, die jetzt Hugo Ekitike von der Bank bringen.
Aber hinten entstehen jetzt schon echt viele Räume, die wir bespielen können. Und das, ja, das nutzen wir. Das nutzen wir, das war klar. Der schnelle Hamburger Doppelschlag, ich glaube 5 Minuten waren es jetzt circa, vielleicht 6 oder 7, aber mehr nicht, die der HSV braucht. Und nach der roten Karte, die war hier spielentscheidend, stand jetzt das Ding zu drehen. Starker Angriff und wir haben jetzt gefühlt die ganze Zeit Überzahl in der letzten Kette gehabt und jetzt nutzen wir das. Bialek, Doppelpack. Jetzt kommen die Fohlen aber zumindest nochmal wieder nach vorne. Die haben ja... Ach, ist das schlecht. Oh, Hedel, danke. Das ist so schlecht verteidigt, ey. Da wäre ich immer aggressiv, weil das ist halt... Ja, ich steuere einen Verteidiger, aber ich steuere ja nicht eine ganze Viererkette, die da am Verteidiger vorbeiläuft. Am Angreifer meine ich natürlich, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wir müssen jetzt eher gucken, dass wir hier versuchen, mit einem weiteren Tor den Deckel drauf zu bekommen. Aber Gladbach, die haben jetzt nochmal Blut geleckt. Erster Hamburger Wechsel, Ranzi geht raus, Tom Sanne kommt von der Bank. Da sind die Fohlen nochmal in unserem 16er. Oh. Ja, Schlitzohr hier, der Angreifer versucht da Hedel noch zu tunneln am Ende, aber das lässt der Österreicher nicht mit sich machen. Stark von Tom Sanne hier den Ball erobert und jetzt kann der Konter eigentlich laufen, aber irgendwie hat keiner so richtig Lust mitzumachen. 5 Minuten noch, Gladbach hat jetzt eine Ecke und wir wechseln vierfach. Micke Brissis, Meffert, Nürnberger, Schonlau, damit ja, drei Verteidiger. Zwei Verteidiger und zwei defensive Mittelfeldspieler, die jetzt in die Partie kommen. Natürlich wollen wir jetzt das Ergebnis hier über die Bühne bringen. So, na, raus auf Martens. Dafür Reis. In der Mitte wartet Bialek, aber da sind die Gladbacher davor. 90. läuft. Noch einmal Ballbesitz für die Fohlen. 11 gibt es tatsächlich noch. Die eine Chance, Micky Brissis eigentlich gut da gewesen und jetzt müsste es das gewesen sein. 2 Minuten, davon jetzt noch 15 Sekunden auf der Uhr. Die muss der HSV jetzt noch hier überstehen und dann ist es der nächste 6-Punkte-Erfolg für die Hamburger. Zu Hause schlägt man ganz klar dank einer roten Karte, also wegen der roten Karte, darauf war das ganz klar gemünzt. Die Gladbacher, die davor die bessere Mannschaft waren. Danach ja, haben sie ein paar Minuten gebraucht, um sich zu sortieren. Da waren wir dann aber wieder eiskalt, haben das ausgenutzt und gehen damit wieder als der glückliche, auch nicht völlig unverdient, aber schon glückliche Sieger vom Platz. 5:4 Torschüsse waren es am Ende, aber ich glaube, uns ist trotzdem allen klar, dass das Spiel ohne die rote Karte vielleicht auch anders ausgeht. 2 Punkte sind wir immer noch weg von den Augsburgern. Die Dortmunder lassen Punkte liegen, dennoch werden wir das jetzt hier in der Schnellsimulation in dieser Folge noch angehen, weil, ja, ehrlich gesagt, nach der letzten Folge habe ich auch so ein bisschen Angst, dass wir das jetzt hier dann schon wieder gewinnen. In der Schnellsimulation tun wir das zum Glück nicht so häufig. Mal gucken, was es wird. Kann natürlich trotzdem passieren, dass wir hier den nächsten Sieg holen und damit wären wir dann plötzlich auch an den Champions-League-Plätzen wieder dran. Aber ich hoffe, dass wir da jetzt vielleicht mal wieder ein realistisches Ergebnis einfahren. Also nur 4 Punkte trennen beide Mannschaften. Dennoch habe ich natürlich hier eine Mannschaft bei uns auch aufgestellt, die absolut ja unsere beste sein könnte. Hofmann, der gerade auf die 80 hochgegangen ist, unsere Leihgabe vom FC Arsenal, rückt rein in die Startelf. Ansonsten wieder keine weitere Veränderung. Wir gehen rein, Schnellsimulation im Volkspark. Und es ist ein 1:1 unentschieden. Bialek trifft natürlich, will man fast schon sagen, Sabitzer macht das Tor für den BVB und ja, zumindest entfernen sich die Dortmunder nicht weiter. Wir rutschen dafür aber durch dieses Unentschieden wieder ein paar Plätze runter. Von Platz 6 jetzt nur noch 8er. Also das ist wirklich verrückt eng hier alles, ne? Also ja, Frankfurt würde ich da schon wieder rausnehmen, aber Gladbach ist ja noch voll drin im Kampf um Europa. Das geht dann halt bis Platz 5 hoch und ja, 5 und 4 sind dann doch nur noch 2 Punkte auf einmal. Davor haben sich Leverkusen, Leipzig mit 44 etwas abgesetzt und die Bayern noch ungeschlagen, 48 Punkte auf der 1. Wir sind damit am Ende dieser Folge angekommen. Ich möchte gleich noch eine Sache nachgucken und zwar sehen wir nach wie vor keine internationalen Spiele. Wir werden aber noch international wieder spielen. Das liegt jetzt nur daran, wann die Zwischenrunde hier beendet ist. Die Hinspiele wurden schon gespielt. Also ich denke mal,
wird dann jetzt hier vielleicht unter der Woche oder vielleicht nächste Woche werden die Rückspiele dann gespielt und dann werden wir dann auch ja bald ins Achtelfinale der Euroleague reinstarten können. Das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr cool, denn ja, so ein lang Europa-Run, das wäre natürlich auch was richtig, richtig Cooles. Wenn ihr die weitere Entwicklung nicht verpassen wollt, reißt es, glaube ich, auch in dieser Folge auf die 80 hochgegangen, ne? Sehr, sehr wild. Also damit haben wir jetzt 4 Spieler im Kader mit der 80 im Gesamtrating. Das ist schon richtig, richtig nice. Wenn ihr die weitere Entwicklung vom HSV nicht verpassen wollt, dann lasst doch sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo da. Dann kriegt ihr, wenn ihr auch noch die Glocke aktiviert, immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online kommt. Morgen geht's weiter mit der Liverpool-Karriere. Lasst gerne hier noch einen Daumen nach oben da. Transfervorschläge in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns morgen wieder bei der Liverpool-Karriere oder in 2 Tagen dann wieder mit dem HSV-Star. Macht es gut und ciao.